Willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 3. Wir haben es in den Bunker geschafft und ja, mal schauen, was uns hier so erwartet. Karte kann ich nicht aufrufen. So, bevor es jetzt mal weitergeht, erkunden wir hier mal. Ja, du mich auch. Cerberus weiß, dass wir hier sind. Wenn Sie mal kurz Zeit haben, Commander. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Noch was? Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zutritt, Commander. Nur zur Erinnerung, Commander. Wenn Sie Cerberus Terminal... Leite Systeme um! Noch jemand, mit dem ich sprechen kann? Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Mach ich doch glatt. Oh, ich kann hier sogar meine Rüstung anpassen. Cool. Aber im Moment... bin ich wunschlos glücklich. Ach, ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzigen. Halt nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleich das dann mit meinen Stationsplänen ab. Ja, okay. Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt. Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will... dann eben der Nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... war sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss ja irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte... Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe Sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Na, würde ich mir nie einfallen lassen. Okay, dann holen wir uns mal Verbündete. Ah, die Tür ist jetzt offen, okay. Viel Glück da draußen. Mit Glück hat das nichts zu tun, das ist Können. Ah, wir haben 5 Punkte. Verteile ich jetzt noch nicht, hier nur die 2. Was verbindet sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm.
Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Werden Sie ihnen das auch sagen? Ganz ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Commander, die Cerberus-Truppen teilen sich. Sieht aus wie ein Angriff auf die Talons. Den Funksprüchen nach liegt Ihr Hauptziel in diesem Gebiet. Vielleicht der Anführer der Talons. Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Wäre auch ansonsten zu langweilig. Vielleicht hatten sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Na nü. Okay. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Technik führen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Hier liegt noch ein Datenpad. Das gibt ein paar Credits, das ist sehr schön. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Cool. Cool, cool, cool. Und auf in die Höhe. Okay. Gab es nur das eine da? Naja, was soll's. Wenn es nur das eine da gab... Schade. Dachte, man könnte da hinten ein bisschen mehr holen. Wo lang? Gibt's da was? Nein, gibt's nichts. Da lang. Nein, kann ich nicht durchschießen, okay. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite. Hier liegt noch ein Datenpad. Strom ist abgeschaltet. In der Nähe müsste ein Schalter für den Generator sein. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Kann ich da nichts drücken, okay. Dieser Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Thank you.
Hier gibt's nichts. Laut Cerberus-Funk ist das Prioritätsziel ganz in ihrer Nähe. Ihre Truppen werden ihnen auf dem Weg zum Talon Außenposten begegnen. Verstanden. Ja, gut. Die können mir ruhig begegnen, aber das wird keine nette Begegnung für sie werden. Den Bereich durchsuchen. Wo ist er? Ha! Erwischt, das war der letzte hier. Okay, kann ich hier wieder was hacken oder so? Hacken? Beziehungsweise irgendwas herstellen, machen? Ja, da vorne. Mein Einfluss auf die Systeme der Station ist soeben um 77% gestiegen, Commander. Danke. Bitte. Datenpad. Sonst gibt's hier nichts. Okay, gut. Dann weiter geht's. Hoppala. Nehmen wir mal die Abriegelung auf. Dein Schild nützt dir nichts. Nicht bei mir. Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Okay, einen haben wir gerettet, geholfen. Wann fährt er langsam? Die Waffe ist ziemlich gut, merke ich gerade. Ja, aber damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt fleißig, kommentiert
abonniert und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher, saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!